Willkommen zu Das Schwarzauge Drakensang. Beginnen wir doch gleich ein neues Spiel. Sei mir gegrüßt. Dunkle Zeiten sind es, in denen ich mich an dich wende. Viel ist in den letzten Jahren geschehen. Ich habe mich in Dinge verstrickt, die kaum mehr zu entwirren sind. Um dies zu bewerkstelligen, brauche ich dringend jemanden von außerhalb. Ein unbekanntes Gesicht. Mein Haus befindet sich am Praiosplatz in Ferdok, gegenüber dem Tempel. Ich weiß, ich kann auf deine Hilfe zählen. Möge Aves dich auf deinem Weg geleiten. Dein alter Freund Ardo. Sollte ich nicht anwesend sein, wird mein Hausverwalter dir sagen können, wo du mich finden kannst. Ja, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich anfange. Da von meinem letzten 5 Parts aufnehmen oder so, der erste Part grün ist. Ja, grün ergibt nicht viel Sinn, aber grün ist grün. So, das hatte ich mir schon ausgesucht und irgendwas hier vorgelesen und bla. Lesen wir nochmal. Also ich habe den Metamagier genommen. Der aus Novadi kommt, oder Kultur ist Novadi, Rasse, Tulamide, also ich kenne mich mit diesem DSA-Scheiß, diesem DSA-Zeug nicht aus, habe bisher auch noch nie ein Spiel in die Richtung gespielt, ich weiß, das sind haufenweise Eigenschaften und Werte und irgendwas bla, und da wird gewürfelt, und es klingt nicht schlecht, also auf jeden Fall vielseitig bla, und irgendwie kompliziert. Lesen wir die Hintergrundinformationen noch. Metamagierinnen beschäftigen sich mit der Manipulation von Zaubermatrizen. Dabei gehören sie zu den mächtigsten Totenbeschwörerinnen Aventuriens. Metamagierinnen halten sich am liebsten in ihren Laboren auf und verlassen diese nur, wenn Aussicht besteht, noch mächtigere Zauber zu finden. Ja, ich finde Totenbeschwörer immer am coolsten, obwohl das hier so ein Spiel ist, wo du mehrere Helden steuerst, was ich bisher auch noch nicht oft gespielt habe, weil ich eigentlich auch weniger gut bin, aber ich stehe trotzdem auf Totenbeschwörer. Einfach, weil man dann selbst nichts machen muss. Du beschwörst deine Minions und lässt sie alles abschlachten. Das ist mein Stil. So, diese Wache wird mich ansprechen. Dann sieht man auch gleich. Haltet ein. Ich muss ein paar Worte mit euch wechseln. Dann sieht man auch gleich die tolle Sprachausgabe. Denn, also okay, jetzt bin ich dran. Gibt es denn ein Problem? Ich bin weit gereist und möchte noch vor Sonnenuntergang in Ferdok ankommen. Und da seht ihr es. Der Typ spricht nicht mehr weiter. Ich dachte beim ersten Mal, Bug, was, alles scheiße. Aber, ja, das ist nur der erste Satz immer vertont. Wobei bei einer alten Frau, die hier steht, das werdet ihr nachher, glaube ich, sehen. Ja, das ist so. Da, ach, darüber meckere ich dann später auch noch. Okay. Und ob es eins gibt. Erst kommt die Verstärkung nicht. Und nun ist auch noch Ferdok abgeriegelt. Und das, obwohl schlimmste Mordbuben diese Gegend unsicher machen. Würde zu gerne wissen, was da los ist. Zurzeit erhalten nur hohe Würdenträger und Reisende mit gutem Leum und einen Passierschein. Das mag ja alles sein, aber ich muss wirklich dringend nach Ferdok. Würde diese Einladung des Markgrafen vom Eberstamm ausreichen, um einen Passierschein zu erlangen? Ein angesehener Name. Aber ohne zwei direkte Fürsprecher hat er beim alten Nandor wenig Aussicht auf Erfolg. Er ist der Zöllner auf dem Wegposten, der den Wegposten zu bewachen hat. Es unterliegt allein seiner Verantwortung. Wer eine Weiterreise nach Ferdok genehmigt bekommt. Dann werde ich mich sogleich um zwei Fürsprecher bemühen und beim Zöllner vorstellig werden. Danke für eure Auskünfte, Feldwebel. Yo, vielen herzlichen Dank. Wenn ich jetzt irgendwas anklicke, dann kommen mir die ganze Zeit kommen mir ständig diese Tutorial-Dinger da raus und. Ja, siehst du auch schon allein vom Laufen. Eine Pflanze haben wir da gesehen. Und ich habe aber keine Pflanzenkunde gelernt. Das heißt, mit der Pflanze kann ich nichts anfangen. Und dann würde ja vorher auch noch gewürfelt werden. Warte mal. Ich glaube, das Einzige, was ich noch gemacht habe, im ersten Part, ist mit den Leuten zu sprechen. Dafür habe ich beim ersten Mal natürlich viel länger gebraucht. Das heißt, der erste Part würde jetzt gar nicht 10 Minuten lang werden. Es tut mir schrecklich leid, dass ihr, aber mir sind die Hände gebunden. Aber es ist ein altes Erbstück. Und ich würde mich natürlich erkenntlich zeigen. Ich würde ja gern, aber ich habe strikte Befehle. Unverschämtheit. Immerhin steht hier keine dahergelaufene Schankmagd vor euch, sondern meine Schwester Salina, die Gauklerkönigin. Spielt euch hier nicht so auf, kleiner Mann. Ich gehe und erstatte Feldwebel Erland Bericht. Aber nur der Dame zuliebe. Okay, reden wir mal
dann vielleicht ausführlich mit Ihnen. Ja, bitte. Awesome, sagt die Vier. Ich bin Sultana Chalafzuni. Nein, das bin ich nicht. Ich werde, wenn der erste Part zu Ende ist, anders heißen als das. Ich weiß nicht mehr, wie ich nachher heißen werde. Und auf der Durchreise nach Ferdok. Ich habe zufällig euer Gespräch mit der Wache verfolgt. Ach, dann wisst ihr, dass ich bestohlen wurde? Ein wertvolles Diadem. Es war ein Familienerbstück. Das ist höchst bedauerlich. Habt ihr denn irgendeinen Verdacht, wer als Täter in Frage kommen würde? Nun, es war wohl... Sag es doch einfach, Schwesterchen. Dranor war es. Dein geliebter Dranor. Hamlock, du alte Wetterkrähe. Halte dich gefälligst aus meinen Angelegenheiten raus. Wenn du nur immer schön auf mich hören würdest, dann hättest du weniger Probleme im Leben. Hör denn dich auf damit, das ist ja nicht zum Aushalten. Wenn ihr schon dazwischen plappern müsst, dann verratet mir lieber, wie ich nach Ferdok komme. Ignoriert dieses lästige Flättchen einfach. Auch wenn Dranor in den Diebstahl verwickelt ist, glaube ich nicht, dass es seine Idee war. Bitte, findet meinen Geliebten für mich. Als Gegenleistung werde ich euch auch helfen, nach Ferdok zu gelangen. Ich verstehe nicht ganz, ich sag das andere. Nun gut, Salina, ich will euch helfen. Habt ihr denn eine Vermutung, wo sich Dranor versteckt halten könnte? Sucht nach Rünkel Börsenhauer. Das ist ein alter Freund von Dranor. Ich halte zwar nicht viel von ihm, aber vielleicht kann er euch mehr erzählen. Mich würde nicht wundern, wenn er diese Dieberei ausgeheckt hat. Also gut, wenn ich den Burschen gefunden habe, werden wir mehr wissen. Auf bald, Salina. So. Dann die 10 Minuten sind nicht um. Ich weiß nicht, wie viele Minuten um sind. Wir könnten noch strippen. Ne, tun wir nicht. Okay. Dann, ich weiß nicht, dann beende ich an dieser Stelle und danach werden die Parts aber wieder schön 10 Minuten lang. Vielleicht habe ich sogar 10 Minuten gebraucht, aber vielleicht auch 11, vielleicht auch 2 Minuten. Sieh ja. Nein, falsche Taste.